Hi und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich hier eine Mercedes-Benz C-Klasse vom Baumuster 205. Und bei diesem Fahrzeug geht es heute darum, wie man einerseits den Lichtschalter ausbaut, also hier vorne das Ding, aber auch wie man die komplette Verkleidung da drumherum ausbaut. Das hatte mich nämlich der Robert gefragt, wie man die Verkleidung rings um den Lichtschalter ausbaut. Also habe ich mich da mal rangesetzt und habe das heute realisiert. Also, ich habe das mal alleine gemacht, weil ich auch nicht genau wusste, wie das vonstatten geht. Also erzähle ich euch mal die Schrittabfolge, wie man an diese Verkleidung kommt. Als erstes müssen wir diese Verkleidung entfernen. Hier links am Armaturenbrett. Am besten nehmt euch dafür einen Kunststoffkeil oder zwei. Die Verkleidung kann manchmal ganz schön sperrig sein, gerade wenn es kalt ist. Aber wenn ihr sie abhabt, dann kommt da der Sicherungskasten zutage. Den müsst ihr auch entfernen. Dort hat er oberhalb zwei Verriegelungsnasen, die sind in schwarz ausgeführt, weil das ganze Gehäuse schwarz ist. Also es ist relativ schwer zu sehen, aber schaut mal hier, so sieht das Ganze aus. Dann nehmt ihr den ganzen Sicherungskasten nach vorne weg. So, und jetzt kommt die kleine Schwierigkeit, weil jetzt müsst ihr mit einem Madenschraubendreher und mit einer Lampe und mit euren Augen arbeiten. Und zwar nicht von außen aufs Armaturenbrett, sondern ihr müsst ins Armaturenbrett reingucken. Nämlich müsst ihr diese Öffnung hier nutzen und diese beiden Löcher hier. Die Lampe legt ihr am besten hier so rein und luschert dann immer, wo welche Haltenase ist. Ist ein bisschen figelinsch, also ein bisschen Fingerarbeit ist hier vonnöten, aber das trainiert ja, ne? So, da ich das schon mal vorbereitet habe, kann ich den Lichtschalter plus Rahmen hier einfach so rausnehmen. Aber es ist für die Erklärung einfacher. Also, ihr fingert jetzt schon im Armaturenbrett rum, wisst aber nicht, wo welche Haltenasen sind. Okay, dafür sind wir ja hier. Also, das ist der Lichtschalter von hinten gesehen. Wir haben hier unten eine Blechklammer, sage ich jetzt mal. Die müsst ihr betätigen. Ja, habt ihr gesehen? Die müsst ihr hier im vorderen Bereich betätigen, damit er sich entriegelt. So, und weil Mercedes davon noch ein paar mehr auf Lager hatte, haben wir hier oben noch zwei. Mal eine Lampe genommen. Da haben wir da oben noch zwei. Die müsst ihr auch noch entriegeln. Und das Ganze hat natürlich eine kleine Schwierigkeit dabei, weil während ihr dabei rumschraubt, wird es euch wahrscheinlich passieren, dass der Lichtschalter immer wieder reinklickt. Das heißt, ihr müsst nicht nur die Halteklammern, die drei, lösen, sondern ihr müsst das ganze Ding auch noch auf Druck halten. Also mehr oder weniger. Naja, seid gewarnt, ihr müsst ruhig bleiben. Ihr müsst ruhig bleiben. So. Ich entriegel das mal eben ganz fixe. Jetzt sind die drei entriegelt. Und der untere hat sich schon wieder verriegelt. Schöner Vorführeffekt. So. Da haben wir ihn einmal komplett raus. Jetzt könnt ihr hier nochmal schön die Halteklammern sehen. Und auf der anderen Seite auch noch. Den Stecker müsst ihr natürlich noch rausziehen, während er noch eingebaut ist natürlich, ne? Klar. So, der Lichtschalter ist jetzt draußen. Robert wollte aber wissen, wie man diese Verkleidung ausbaut. Hier unten, sieht man das da? Da, da, da und auf der anderen Seite, also vier Haltenasen haben wir hier. Auf der anderen Seite sehen die so aus. Da habe ich erstmal probiert, mit dem Mahnschraubendreher die von außen zu betätigen. Das ging aber so gut wie überhaupt nicht. Also bin ich wieder rein mit der Finger ins Armaturenbrett. Hier schön rein. Und habe die Haltenasen von innen gelöst. Das ist viel besser. Oder ich sag mal, was heißt besser? Ihr geht nicht ein zu großes Risiko ein, dass euch die Verkleidung wegbricht. Und ich tippe mal bei Robert, da bei Robert wohl der untere Rand vorsteht, wird hier eine der Haltenasen entweder weggebrochen sein oder nicht richtig verriegelt sein. Also lieber Robert, hier musst du wohl den Lichtschalter ausbauen und dir die Haltenasen angucken. Da haben wir vier Stück von. Genau, wir sind noch gar nicht fertig. Wir haben vier Haltenasen. Die müsst ihr lösen. Und dann haben wir hier oben solche Stege. Und die
gehen hier oben ins A-Bett rein. Also ist quasi unser, das ist unser Drehpunkt und dann wird die Verkleidung einfach nur reingedrückt. Das heißt, wenn ihr alle vier Nasen entriegelt habt, müsst ihr die Verkleidung unten rausziehen und dann nach unten wegnehmen. Das ist natürlich alles bei humanen Temperaturen. Ich weiß gar nicht, wir haben hier Indoor, glaube ich, 10 Grad. Da hatte ich schon ein bisschen Angst, aber es hat hingehauen. Ach ja, zum Thema vielleicht, wenn einer von euch die obere Leiste entfernen will, die wird nach innen weggenommen. Also wenn ihr nur diese Schalterleiste entfernen wollt, müsst ihr das auch von hier drin machen, es sei denn, ihr baut es komplett aus. Wenn ihr nur die Leiste haben wollt, dann hat die Leiste hier vier Haltenasen. Relativ schlecht zu sehen, sagen wir mal. Hier müssen wir natürlich Vorsicht walten lassen, damit uns da nichts wegbricht. So, und da haben wir die Schalterleiste. Das sind die Verriegelungen. Und davon haben wir vier Stück. So, wir wollen diese Verkleidung wieder einbauen. Wir müssen jetzt diese Kante einmal gleichmäßig hinter den Kantenschutz bringen. Da oben sollte sich die Verkleidung gleich wieder in die obere Verkleidung einklinken. So, dann führen wir die Verkleidung so ein bisschen ran. Jetzt drücke ich zum Armaturenbrett hin und drücke die Verkleidung rein. Und schon sitzt sie. Willkommen zum Ende des Videos. Wenn ihr jetzt euren Lichtschalter gewechselt habt oder eure Schalterleiste oder der Rahmen sitzt jetzt wieder, Robert, ne, ich hoffe, dann lasst mir noch ein Abo da, einen Daumen hoch oder kommentiert das Ganze, ob ihr das gut fandet oder nicht. Oder haut auch einen Kommentar rein, wenn ihr das anders erlebt habt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt, der Chess-Techner kann auch dir helfen.